Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Requisitenjagd. Heute auf der Map Checkmate. Die Runde hat schon angefangen, aber sie ist gleich vorbei und bis jetzt sah es eigentlich ganz gut für uns aus, aber die finden den Gegner nicht, den letzten. Das ist auf jeden Fall hart belastend. Was nicht hart belastend ist, dass als allererstes mal Grüße rausgehen und zwar an Smokey Z für deinen Kommentar, wie immer eine neueste Folge, mach weiter so. Vielen, vielen Dank. Ich suche euch jetzt ein paar ältere Kommentare raus, weil ich muss jetzt noch 3 Folgen vorproduzieren für die Tage, an denen ich nicht da bin. Und naja, da gibt es ja jetzt logischerweise keine neuen Folgen. Ich nehme aber gleich einen aus der neuesten Folge. Da haben nämlich schon Leute kommentiert. Aber deswegen gab es jetzt einen Kommentar aus einer etwas älteren Folge. Das kann auch mal passieren. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, dass man vielleicht doch noch erwähnt wird. Auch wenn man den Kommentar schon unter einem älteren Video hat. Manchmal muss ich dann diese Kommentare suchen. Ah, Alter, ich habe mir gerade richtig mies wehgetan. Oh mein Gott. Aua. Boah. Alter, ich habe mir gerade richtig mies getan. Sehr richtig belastend. Ganz ehrlich. Kann man doch eigentlich probieren hier. Das ist halt dumm, weil ich so in der Wand bin. Aha, ich wollte mich hier so jucken. Aber hab so irgendwie so eine spitze Ecke an meinem Fingernagel gehabt und hab mich da übel reingedingst. Na, das Problem ist. So würde ich es probieren. Vielleicht. Also sieht es nicht so krass unrealistisch aus, wisst ihr, wie ich meine? Ah, mal gucken. Ich mach mich mal durchsichtig. Da kommt der Erste. Das ist so ein Witz. Das ist wirklich einfach nur ein Witz. Das ist einfach nur ein Witz, oder? Ich bin jetzt der Computer. Das Problem ist, hier sitze ich als Computer gar nicht gut. Oh nein. Nein, oh nein. Alter, wie viel Pech kann ich denn haben? Ganz ehrlich. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt bin ich auf der Flucht. Nein, das ist nicht gut hier. Das ist ganz und gar nicht gut. Oh mein Gott, ist das schlecht. Muss hier weg. Die Frage ist, wo gehe ich denn hiermit mal hin? Komm, kletter mal, Junge. Nein. Ach, das ist nicht gut hier. Das ist alles nicht gut. So vielleicht? Nee. Funktioniert halt leider auch nicht. Das funktioniert zwar, aber hier wird mich halt safe gleich einer killen. Egal. Ich bin halt jetzt einfach dauerhaft auf der Flucht. Okay, das ist echt schlecht. Das fängt echt schlecht an. Ich spiele halt ausnahmsweise mal mittags. Wir haben gerade 13.26 Uhr. Normalerweise nehme ich immer 12 Stunden verzögert auf. Mitten in der Nacht. Aber heute muss es mal sein. Denn ich nehme jetzt gleich noch Session und Blair Witch auf. Auf Blair Witch bin ich echt gespannt. Damit die ganzen Formate für euch laufen. Ja, okay, der hat mich gesehen. Das ist nicht so schön. Ach, verdammt. Mann, ich dachte, der läuft unten lang. Oh, wie ärgerlich einfach nur. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Wie viel leben denn noch? 2. Und noch 1 Minute 35. Ja, okay, das könnte klappen. Das könnte klappen. Naja, ich habe auf jeden Fall jetzt viel aufzunehmen. Muss ich noch die ganzen TikToks schneiden, da ja jetzt 4 Stück am Tag kommen. Eventuell fange ich damit erst an, wenn ich wieder da bin. Weil, wie soll ich das jetzt schaffen? So viele Folgen habe ich gar nicht vorproduziert. Ich habe jetzt 5 Folgen insgesamt. Das hier sind die letzten 3. 2 habe ich gestern Abend schon gemacht. Und ihr habt ja auch alle schon gesehen, die von gestern und die von vorgestern waren voraufgenommen. Und jetzt halt noch die nächsten 3. Beziehungsweise hiernach noch 2. Dann bin ich wieder live quasi. Werden die Folgen wieder aktuell. Und ja. Deswegen muss ich mal gucken. Es wird dann jetzt ein bisschen schwer, halt da so viele TikToks rauszuschneiden, dass ich das wahrscheinlich eh nicht hinkriege. Das heißt, ich werde erstmal bei 2 am Tag bleiben, bis ich aus dem Kurzurlaub wieder zurück bin. Und dann geht das los. Auch der Streamplan geht ja am Montag los. Also für euch nächste Woche Montag. Und hab dann jeden Tag 20.30 Uhr Live-Requisitenjagd, bis Modern Warfare 2 rauskommt. Dann spielen wir jeden Tag Modern Warfare 2. Bis auf 2 Tage die Woche, ich denke Dienstag
Und entweder Donnerstag, ich glaube Dienstag und Donnerstag, ja, das wären Requisitenjagdtage. Und irgendwie ist meine Nase, ich weiß auch nicht, ist irgendwie nicht so 100% clean. Keine Ahnung. Wenigstens wurde hier keiner gefunden von den zwei. Beide sind noch am Leben, sehr nice. Oh ja, das ist auch ein geiles Item, muss ich sagen. Das ist wirklich ein nice Item. Und er hier wurde gerade noch angeschossen, wie es aussah. Aber egal, 1-1, das ist schon mal gut. Das müssen wir einfach alle finden. Haben wir schon mal 2 Punkte. Ja, das ist einfach ein geiles Item. Ich kann mich aber auch gar nicht erinnern, ob ich da schon mal gewesen bin. Weil damit gibt es halt echt ein paar gute Verstecke. Damit kann man auch gut abhauen. Wenn man sich nicht so dumm anstellt, wie ich meistens beim Abhauen. Dann geht das. Okay, aus dem Gegnerteam hat einer gelieft. Das soll mich nicht weiter stören. Solange hier alle drin bleiben. Warum schießt der so auf mich? Okay. Kann ich mal hier den Spot. Gute Arbeit. Okay. Mann! Was ist mit meiner Nase? Ich habe jetzt auch leider keine Tempos liegen. Auf jeden Fall etwas ungeil. Okay. Ich bin immer direkt auf der Suche nach den Dingern hier. Ja, die ist echt. Ich schieße trotzdem einmal drauf. Einfach zur Vergewisserung, dass ich nicht verkacke. Hier oben schon mal niemand. Alter, wow. Das darf ja auch nicht fehlen, ne? Ich wollte schön elegant oben drüber werfen. Was passiert? Komm zurück. Oh, je, je, je. Okay. So. Gehen wir mal direkt hier nach den Dingern. Die stellen sich hier nämlich ganz gerne rein. Weil es hier so ein paar Ecken gibt. Mist, ich habe ja meine Flash gerade schon weggeschmissen. Aber wie es aussieht, ist hier keiner. Das ist ja auch real. Da macht schon einer den Job für mich. Okay. Es leben nur noch zwei und die Pfiffe kamen alle von relativ weit weg. Ich hab ihn geflasht. Ja, easy abgesneakt. Geil. Sehr nice. Sehr nice. So kann das gerne laufen. Guckt euch an, wie ich mir den abgesneakt habe. Aber komm, ey, ich habe ihn geflasht. Also immerhin nicht ganz unverdient. So, ich muss mir gleich mal nach der Aufnahme... Nach der Aufnahme ist gut, nach der Folge schnell ein paar Tempos holen. Jetzt bin ich schon wieder dieses Ding. Was man machen könnte, wäre um so einen Pfeil herum. Hier zum Beispiel. So, zack. Zack. Und da sind wir dann echt. Meint ihr, das kann klappen? Ey, ganz ehrlich. Ist doch gar nicht so schlecht. Das ist doch gar nicht so schlecht. Wir geben dem Ganzen einen Try. Aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, hier kommt einer und wird direkt drauf schießen. Weil er sich so denkt, nee, Bruder. Das macht keinen Sinn. Aber ich bin überzeugt. Ja, er ist schon mal vorbeigerannt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Er ist schon mal vorbeigerannt. Schon mal mein glaubwürdiges Versteck geglaubt. Da ist wieder der Deutschprofi am Start. Mit dem Riesenwortschatz. Okay, wir haben die Führung. Wir brauchen diesen Punkt jetzt, ne? Wir brauchen diesen Punkt jetzt zum Gewinnen. Und ich hoffe, ich kann diesmal was dazu tun. Spike ist jetzt offline. Weil ich hätte gerade Overwatch gespielt. Das wollte ich auch die ganze Zeit ausprobieren, aber ich kam jetzt nicht mehr dazu. Das ist eh nicht so das Spiel für mich, muss ich sagen. Aber ich wollte wenigstens mal reingucken jetzt in das Neue. Wobei es ja nicht so richtig... Also, es ist irgendwie so eine Mischung aus dem Original Overwatch und irgendwie jetzt noch so ein bisschen Neuauflagemäßig Teil 2, ne? Das habe ich auch noch nicht so ganz gecheckt. Ich bin in dieser Overwatch-Materie nicht wirklich drin. Aber vielleicht macht das ja auch Spaß. Aber ich mag ja auch Valorant und so nicht. Also, glaube ich nicht, dass mir das Spaß macht. Geht nämlich so in die Richtung. Ich mag eher diese realistischen Shooter, wobei Call of Duty jetzt auch nicht gerade ein realistischer Shooter ist, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also es ist halt mehr so Grafikstil und Gameplay ist mehr so auf realistisch angehaucht. Das ist natürlich schlecht. Ich dachte, ich kann es noch schaffen, wegzurennen, aber da machst du gar nichts. Da machst du einfach gar nichts, wenn der Fox kommt.
Dann ist vorbei. Okay, bitte hör mal auf, dich so zu drehen, da wird mir schwindelig. Er sitzt hier schön in der Ecke, der Tupac. Viele dachten ja, er wäre tot, aber er lebt noch und spielt gerade Call of Duty mit uns. Okay, krass, dass die hier alle vorbeirennen. Ich frage mich, was er ist. Ich glaube nicht, dass er so eine Gasflasche ist, sondern ich glaube, irgendwas. Oder? Er könnte auch eine Gasflasche sein. Man kann es gerade leider nicht sehen. Und die beiden leben noch. Die müssen jetzt carryen. Denn wir brauchen den Punkt. Wir brauchen den Punkt. Um zu gewinnen. Guck mal, wie viele Briefe da rumfliegen. Eieiei. Und Hauptsache die Bierkiste. Wie heißt das Bier eigentlich? Hendrix. Hauptsache das Hendrix steht hier rum. Ah, schön. Ja, blöd, dass man nicht sieht, was er ist. Der Clarkies sind, ist auf jeden Fall das, was ich vorhin war. Aber krass, dass den keiner... Krass, dass das keiner hinterfragt. Hat er gut gemacht, muss ich mir mal merken. Guck mal, die stehen direkt davor. Die stehen direkt davor, das ist stark. Er hat es aber auch perfekt aufeinander platziert, muss ich sagen. Oder hängt's... Er hat das gut gemacht. Muss ich schon sagen. Ich finde es krass, dass die es nicht hinterfragen. Und ey, er steht einfach die ganze Zeit und bewegt sich keinen Millimeter mit der Kamera. Ist schade, weil ich würde echt gern sehen, was er ist. Oh oh. Da habe ich wohl verpasst, dass er gebastelt wurde. Ja, das ist jetzt natürlich bitter. Ja, als ob es halt... Ja, okay, ich wollte schon sagen, es wäre geil gewesen, wenn es funktioniert hätte, aber leider funktioniert das sehr selten mit dem an den Ecken warten. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich liebe es. Es gibt nichts Geileres, wie wenn die Leute auf dich schießen und es einfach nicht checken. Okay, komm, die 10 Sekunden würde er jetzt wohl noch schaffen. Die sind aber irgendwie alle in seiner Nähe. Ich will aber sehen, was er ist. Ich hoffe, wir sehen das in der Killcam am Ende. Weil das sieht gerade... Oh mein Gott. Alter, wenn er den jetzt noch gekillt hätte, ne? Sehr, sehr nice. Das ist jetzt hier ein Sieg. Gegeben hat. Jetzt komm, was ist er gewesen? Ja, man sieht es einfach nicht. Geil, danke dafür, Spiel. Schade, ich hätte es echt gerne gesehen, was er gewesen ist. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Wenn ja, gebt doch einen Daumen hoch. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, den Kanal zu abonnieren und einen Kommentar für den Algorithmus zu schreiben, damit ihr im nächsten Video erwähnt werdet. Beziehungsweise, wenn ihr hier einen Kommentar schreibt, werdet ihr wahrscheinlich im übernächsten Video erwähnt, weil ich ja vorproduziere. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm like, hey, what's up, bro? See my chest, bro? You be coming, bro?